Schauen wir uns mal kurz die Quintessenz an. Das ist mit der Quintessenz. Was ist die Quintessenz? Simples Beispiel. Hast du mein Bild? Hab ich. Wir bleiben mal hier, die Quintessenz in der Philosophie. Die Quintessenz, Quintessentia, das fünfte Seiendes. Das fünfte Seiendes war ursprünglich der lateinische Ausdruck für das fünfte Element und den nennt man normalerweise den Äther. Das ist natürlich so eine Sache mit dem Äther. Jetzt müssen wir in das Griechische reingehen, dass wir uns das genauer anschauen. Äther, der blaue Himmel. Das ist jetzt natürlich hier in Bezug auf unser blauer Wind trügerisch. Es ist jetzt, wenn wir uns den Äther anschauen, das beginnt erst einmal mit Ei, griechisch. Wenn wir das hebraisieren, wissen wir, das heißt erst einmal das Nichts und das ist wo. Unser AI. Rot geschrieben, der Schöpfergott. Rot geschrieben, der Schöpfergott, blau gelesen, die Schöpfung des Intellekts. Darum ist es dann auch hier das hebräische Wort für wo, da mal doppelt aufgespannt kreisend. Macht es ganz, ganz einfach. Wenn wir den jetzt griechisch machen, Ausruf der Verwunderung des Steinens. Du, ich will jetzt da nicht genauer drauf eingehen. Wir haben da so komische Bündchen drüber, wenn du das anschaust. Ja. Da kommen wir mit einer Schlangenlinie. Das wäre alleine ein mehrere Stunden Gespräch zu erklären, wie sich das aufbaut. Und wir haben nach diesem Schöpfergott kommt dann der Spiegel. Das ist unser Tät. Und das ist natürlich jetzt im ersten Moment ist das sehr, sehr verwirrend, weil da kommt jetzt der Ruß, schwarzbraun. Ich sage ganz einfach, denk an das schwarze Loch. Äderartig, wenn wir dann sind, das schwarze Loch im Äder wandeln, den Äder durchlaufen, den Äder die Gestirne betrachtend und jetzt kommt der Äder, wird hier die obere Luft, die strahlend gedacht wird, im Gegensatz zur unteren Luftschicht. Also pass auf, der Äder, man unterscheidet im Griechischen zwischen zwei Luftschichten, zwischen einer oberen Luft und einer unteren Luft. Ja. Es ist die untere Luftschicht, das sind jetzt die Wolken. Ja. Wir können sagen, in einem gewissen Maß die Atmosphäre um die Erdkugel rum, die wir uns jetzt ausdenken. Und wenn die aufreißen, die Wolken, dann kommst du in den Äther, in die obere Luftschicht, was natürlich dann immer wieder auch so eine Frage ist, wo breitet sich das Licht eigentlich aus in der Physik, diese Äthertheorie? Okay, aber jetzt pass mal auf, das Gewölk zerteilte sich, sodass der Äther sichtbar wurde. Das heißt, die Wolken, und wir wissen ja, GE Quadrat ist W all K. Doppelt aufgespanntes Joch, dein Fundament wie dein Fundament, das sind diese zwei Hälften in dem Wort. Ja. Aber was jetzt hier ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Wort. Löst es sich und geht in den Himmelsraum. Das ist ganz, ganz entscheidend, wenn wir das uns genauer anschauen. Mhm. Das hier. Das mache ich jetzt aber nicht, sonst wird man da zu weit führen, aber das ist so unheimlich interessant. Da wirst du dann nämlich irgendwann nochmal feststellen, dass das auch, das führt dich zum Heck eines Schiffes. Mhm. Ja. Da heißt es dann, wenn wir das tiefer in der Etymologie, der griechischen Etymologie anschauen, dass dieser untere Himmel das Heck, Haareck eines Schiffes ist. Wir wissen, das Schiff ist es Moni, das ist dein Ich und Haareck ist dieses Hinterteil, die Wahrnehmung in dir ist das wahrgenommene Eck. So ist es. Es steht dort, was wirklich, ich gehe jetzt, ich tue das nicht so arg zerschlüsseln, da kommst du aber genau da drauf. Ja. So interessant schon wieder, deutsch, das H in der Regal eines Arnis. Ski, FF heißt ja das Geschenk von zwei Facetten und das ist das Hinterdal, das hintere Eck. Ja. Gut? Ja. Darum sage ich, jedes Wort für sich ist diese Physik von Holofeeling, läuft im Hintergrund mit. Musst du alles nicht wissen, was mir jetzt wichtig ist in der Quintessenz, dass das das Wesentliche ist und du denkst dir ganz einfach, dass wir dann in der Quint zur 5 kommen und diese 5 kann ich jetzt sagen, in unserem Einheitskreis haben wir die 4 Achsen beziehungsweise die 4 Quadranten und da haben wir ein Zentrum, das ist das 5.
Das ist die Quintessenz. Ich kann aber das gespiegelt denken, dass die Quintessenz das Allumfassende ist, in dem sich diese 1 durch 4 befindet. Ja. Das ist unsere 1. Meine ich die 1 als der Mitte, 1 und die 4 außenrum, oder glaube ich, diese 1, diese 4 Ecken nach außen, wie ich das schon oft gemacht habe, in den Einheitskreis, die 4 Ecken nach außen, dass du ein Quadrat kriegst. Ja. Das ist dann das Allumfassende. Genau. Okay? Jo. Das ist jetzt in der Philosophie ganz, ganz kurz angesprochen. Viel interessanter wird es, wenn wir jetzt hier uns das in der Physik anschauen. Das ist erst in der Physik ein Modell der dunklen Energie. Was ist eine dunkle Energie? Ist schon wieder mal das erste, helle Energie, dunkle Energie. Schwarzes Loch, weißes Loch. Ist genau, die Erklärung für eine sich beschleunigende Expansion des Universums, das ist schlichtweg ein Blödsinn. Das ist Materialismus. Das Universum heißt es in 1 gekehrte, und da kriegst du jetzt diesen Lichtkegel mit Vorherzeit, Nachherzeit. Das ist schon ausgedachter, geistloser, materialistischer Schwachsinn, der eine Sackgasse darstellt. Wenn ich das unbewusst mache, wenn ich mir bewusst was ausdenke und mich herum verstreue und keine Sekunde vergesse, dass das aber meine Information ist, sieht es ganz anders aus. Genau. Jetzt sind wir an dem Punkt der Dummheit jedes normalen Affen, dass ich immer nur wiederholen kann, solange du glaubst, dass du mit dem, was du dir ausdenkst, aus dir herausdenkst, nichts zu tun hast, hast du deine Geistigkeit, deine Göttlichkeit vollkommen vergessen oder verloren. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Wenn irgendein Trockennasenaffe, der jetzt in deinem Traum in Erscheinung tritt, als ein Antagonist oder Protagonist im Traum, versuch nicht, Gedanken, vergänglichen Erscheinungen von dir was zu erklären. Egal an was du denkst, es entsteht hier und jetzt in deinem Kopf, in dem Augenblick, wo du es denkst, und es wird genauso sein, wie du es denkst. Genau. Ein einfacher Satz, der nicht diskutierbar ist. Ich wiederhole nochmal, wenn du jetzt an den Osterhasen denkst, ist dir vollkommen klar und du stellst dir den bildlich vor, dass dir nur deshalb ist, weil du ihn denkst, und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Aber da ist kein Hauch an Glaube in dir drin, dass der auch dann existiert, wenn du ihn nicht mehr denkst. Wie sieht es aus, wenn du jetzt an Bekannte, an Freunde, an Politiker denkst? An ein heliozentrisches Weltbild denkst? Da lebt in dir dieser materialistische Schwamminhalt, dieser anerzogene, einprogrammierte Wahn, dass du meinst, du hättest mit dem nichts zu tun und das ja auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst oder schon in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Es bleiben deine Informationen, die nur existieren, wenn du sie denkst. Die Ursache ist der Intellekt, das Programm, das du in dir trägst. Okay? Ja. Also gut, wir gehen einmal da in die Quintessenz rein. Und was jetzt wichtig ist, die Quintessenz, schau mal, wer da dazukommt. Oh. Welch eine Ehre. Hallo. Ich nehme gerade auf, ich mache lückenlos weiter. Okay. Ich nehme gerade auf, okay? Okay. Also, diese Quintessenz ist nach theoretischen Vorstellungen ein dynamisch, zeitlich veränderliches, selbst wechselwirkendes skalares Feld. Das klingt natürlich jetzt alles so dynamisch, zeitlich veränderlich. Zeit definiert, es gibt keine chronologische Zeit als Ding an sich. Zeit. Zeit im hebräischen Ed ist eine augenblickliche Erscheinung in einem ständigen Wechsel. Rot gelesen ist es die Quelle, die immer da ist, und das ist die augenblickliche Erscheinung. Das heißt, was du erlebst, Zeit ist nur eine Illusion, das wird ja schön beschrieben. Weil jeden Moment, den du wahrnimmst, nimmst du jetzt wahr. Da sind wir tausendfach drauf eingegangen. Also die Zeit verändert sich zwar, aber nicht in einer chronologischen Reihenfolge. Außer du denkst dir schon wieder, du spannst, schau das Bild an ein Zeitfenster auf und du machst jetzt schon wieder eine Reihe von Bildern. Aber wir wissen, wir müssen das in zwei Achsen drehen, und wenn du in einen Spiegeltunnel reinschaust, sind die ganzen Reihen, die in dieser angeblichen Tiefe vor dir in Erscheinung treten, wenn du dich eins drüber drehst, befinden sich in einem Punkt. Einfach studieren, dann wird dir das vollkommen einleuchten. Und das ist ein selbst wechselwirkendes skalares Feld. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was Skalar bedeutet. Und Skalar ist rein eine Zahlenstruktur. Ein Skalar ist einfach nur eine Zahl, eine Zahlenangabe. Der Vektor ist definitiv eine Richtung, die wir uns ausdenken, wie ich es immer mache. Und der Skalar ist der Wert, wie tief das
wie tief oder wie quantitativ du das betrachtest. Das Skalar ist einfach nur eine Zahl. In jedem Punkt eines Raums einer reellen Zahl. Das heißt, wir geben jeden Punkt, der hier und jetzt ist, geben wir eine gewisse Zahl und dann denkst du dir, das ist jetzt 5 Meter weg, das ist 10 Meter weg, das ist 100 Meter, 10 Kilometer weg. Dieser Zahlenwert ist das Skalar. Ja. Aber das Skalar ist nur eine imaginäre Vorstellung von einer Entfernung. Ich fange jetzt nicht nochmal an, die Vorsilbe End zu beschreiben. Es wird etwas vorgestellt und dann ins Gegenteil gekehrt. So heißt die ganz einfache Vorsilbe End. Kannst du sofort nachlesen. Das heißt, wenn sich ein Gummi entspannt, muss ich mir zuerst einen gespannten Gummi denken, der dann wieder entspannt wird. Enttäuschen. Und eine Entfernung ist, ich muss mir was ferndenken, das durch die Entfernung dann wieder meine Information wird. Tausendfach erklärt. Ja. Es ist so unendlich tief, was ich dir sage für dich selbst. Also dieses selbst wechselwirkende skalare Feld ist ein, wenn ich mir das raumzeitlich vorstelle, habe ich die Wörter nicht verstanden. Bezeichnet W, das doppelte W, ich mag es immer so, das Verhältnis von einem Druck B zur Energiedichte, und das ist jetzt hier P durch Rho. So ist dies bei der Quintessenz negative Druck, und du merkst, das wird jetzt schon sehr verkopft, und ich garantiere dir, die meisten quatschen nach und bauen Vorstellungen auf, die überhaupt nichts mehr zu tun haben mit dem, was eigentlich das wirklich bedeutet, wenn ich die Wörter ganzheitlich nehme und nicht entheilige. Entheiligen heißt, dass die Heiligkeit aufgehoben wird. Dann wird die Heiligkeit ins Gegenteil gekehrt. Darum heißt es entheiligen. Das Heile ist das Einzige, das Ganze. Das ist die Quintessenz selbst als Ding an sich.